Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir haben es ja geschafft, hier wieder rauszukommen. Das ohne, dass irgendwie großartig was Gewaltmäßiges passiert ist. Und ein bisschen... Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Genau. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal das allererste Mal rein. Einfach weil es gerade so nah ist. Alles klar. Also, was haben wir hier Schönes? Erstmal eine Kiste. Das ist sehr gut. Alles mitnehmen. Deine Tür. Die natürlich verschlossen ist. Wir können hier aber auch nichts weiteres machen, außer versuchen hier auf der anderen Seite irgendwo reinzukommen. Gehen wir mal einmal rundherum. Oder auch nicht. Bezüglich der Karte. Wir haben ja keine Karte. Wo könnten wir sonst noch hinlaufen? Da oben auf dem Berg war ja auch noch was. Der Turm davon wird es auch nicht sein. Ah, da kommen wir nicht drüber. Wir müssen über die Brücke. Na du, hast du Glück beim Fischen? Moin sein. Sollen wir doch mal zu dem Turm hingehen? Ich glaube, schaden wird es nicht. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen und ihr Herz erfüllen. Okay. Wir gehen weiter. Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Lasst uns feiern. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Wieso gehen wir jetzt so langsam? Okay, das soll man nicht raus. Alles klar. Ja, gut, dann gehen wir da zu den Mühlen rauf, weil da hat es diese Ruine. Hey, Moment, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. So, besser. Eigentlich eine schöne Aussicht. Holla, die Waldfee. Sind wir aber ganz schön weit gegangen. Aber gut. Boom. Just saying. Okay, gehen wir mal allein auf Sprint, damit es schneller ist. Wobei an diesem gruseligen Baum da. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Noch. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Cool. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Ja, immer positiv denken. Das da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo.
Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Ja. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Aber jetzt wissen wir, wo die ganzen Blumen herkommen. Diesen Felder hier. Hat man da seine Windmühle mal reingehen kann? Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein! Los! Ja! Bleib in Sicht! Ja! Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Nein. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Ja, leider alles nicht sehr einfach. Nee, er hat's geschafft. Hat den Turm eingenommen. Fast. Immerhin bis zur Tür. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Jo, das tun wir. Ah, ja da. Hier. Am Ende erobern wir. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch kommt da nicht durch. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Noch eine Kiste. Kriege ich jetzt vielleicht Werkzeug? Das wäre super. Nee, alles voll hier. Hier durch. Da hat's einen Topf. Nice. Einmal mitnehmen. Ah, kann ich jetzt? Ah, ja. So, ist offen. Ja, dann gehen wir wieder runter. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass auf der anderen Seite sehr viel ist, aber mal sehen. Überraschend wenig. Und eine stabil wirkende Treppe. Oh, noch ein Tor. Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja. Hey? Gehen wir weiter. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Ja, mit dem nicht einladend aussehen, haben sie auf alle Fälle recht. Und ich gehe mal davon aus, das wird wieder bewacht sein und eine Sperrzone sein, wenn es heilig ist. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig.
Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Ja, dann. Los geht's. Sag also mal, Hugo, jetzt kann ich bewegen. Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Oh, braucht vielleicht ein, zwei mehr Federn. Hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. Okay. Nicht schleudern. An der schleudern. Stange ist ein Seil und ein Haken. Komm da nicht ran. Was von einem Ankerpunkt kannst du mit der Armbrust eine Verbindung zu einem Objekt herstellen? Vielleicht mit der Armbrust? Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Und da hätten wir unseren Weg. Klappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das, solange du nicht springst? Oh, das wird noch ein weiter Weg. Dieser Ausblick, wirklich schön. Vermisst ja, du schon was mehr? Noch nicht. Aber da mache ich doch glatt mal schnell ein Foto. Irgendwie so. Ja, das ist schön. Und da hat sogar einen kleinen Strand. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Oh, bleib doch bei uns. Sind doch ganz nette Gruppe hier. Aber bei uns in der Nähe wird es meist ein bisschen gefährlich. Oh, wow. Oh, seht mal. Da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Ich glaube, da mache ich... Oh Gott, nochmal ein Foto. Das ist eins schöner nach dem anderen hier. So, Foto. Und wieder rein. Folgen wir weiter der Küste. Es ist ja jetzt alles ein bisschen zu einfach. Das Blut. Oh nein. Ah ja, stimmt. Eine Leiche. Oh. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Warum sollte man das hier tun? Vor allem so abseits von irgendwas. Kletter hoch. Ja. Holy shit. Noch einer. Psst, leise. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Der Drecksack hielt mich still. Wir müssen denen echt... Was ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Was soll denn das jetzt hier? Haben wir jetzt hier ein Banditenlager oder was? Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße.
Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Ach du Scheiße. Ich glaube... Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Du warst es. Schwein! Und der Rest hat das jetzt nicht gehört. Kommt ihr? Naja, kommt wohl nicht. Na toll. Okay, wo kommen wir hier raus? Hier kommt man raus. Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja. Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir im Traum. Na toll. Jetzt finde ich euch sicher. Oh nein. Ich sehe sie. Sogar zwei. Ich weiß. Und ich will es nicht hören, Sophia. Na gut, tu was getan. So, hier geht's jetzt gleich ab. Igniffer. Ihr seid ja. Was jetzt, Amicia? Na toll. Glaub mir, das ist erst der Anfang. Und jetzt mit Feuer hinterher. Holy shit. Waren das jetzt alle? Oh, Feuer, bitte komm nicht zu mir. Oh, scheiße, das hat nicht geholfen. Her mit der Schleuder. Mir nach! Haltet die Eindringlinge! Komm, willst du nicht brennen hier? Okay, Armbrust. Ah, scheiße. Ich brauch den Normalpfeil. Okay, und er da hinten. Nice. Okay, wir gehen wieder auf die Schleuder. Oh, scheiße, der hat einen Helm. Extinguus. Odoris, was war das Odoris nochmal? Ah, das war das mit dem Anlocken, ne? Okay, wir werden hier nochmal was platzieren. Na, wartet, wenn ich euch erwische! Na, komm her! Die waren das! Komm her! Sie haben uns gesehen! Was? Warum geht es nicht? Jetzt. Okay, ich glaube, das war's. Nicht wie geplant, aber es hat funktioniert. Habt ihr was zum Looten? Befel. Kann ich nicht mitnehmen. Hat sie vielleicht irgendwo Pfeile? Oder geht's runter? Wir schauen uns hier natürlich alles an.
Schön dunkel hier. Was ist das für ein Ort? Zumindest nicht ihr Versteck, würde ich sagen. Das muss aber ganz in der Nähe sein. Also, du meinst, da hat es vielleicht noch mehr? Oh ja, da ist eine Kiste. Eine große Kiste. Sehr geil. Gut. Der Mann. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk nichts Gutes. Nicht. Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Oh, da ist noch einer. Ich könnte mal theoretisch anzünden. Wir machen aber erstmal gar nichts. Na, drehst du dich wieder um? Sehr gut. Oh Scheiße, wie kommen wir denn da weiter? Ihr Anführer. Ja. Milo. Den Namen kennt sie, ist kaputt. Wir finden einen Weg. Ja, wir müssen da oben rauf, aber da ist ja auch noch einer. Okay, schnell da rauf. Und hier rein. Oh, cool. Da ist ja noch viel, viel mehr. Ah, ich tendiere dazu, den vielleicht gerade auszunatzen. Milo ist ein dicker Fisch. Ich hoffe, der hat hier gespeichert. Ich weiß, dass ihr das wart. Na toll, er ist alarmiert. Da oben auch noch einer. Ich bräuchte Töpfe. Er ist tot. Der Schuldige muss noch hier sein. Schade, den da oben erwische ich nicht. Können wir da vielleicht einen auflocken? Ah, das hat jetzt irgendwie keinen interessiert. Gehen mal. Nach oben. Scheiße, wir müssen nach unten. Ganz langsam. Schon dabei. Die Leiche ist noch warm. Der Mörder ist noch hier. Brenzlig. Er wurde ermordet. Wir haben Eindringlinge. Lauf der jetzt nach unten? Ja. Ja, scheiße. Bitte nicht zu mir. Wo gehst du jetzt hin? Komm, geh mal weiter, bitte. Aber nehmen Soldaten die Sklavenhändler nicht fest? Nein. Warum? Das ist schrecklich. Weil die Aussicht auf Geld vieles möglich macht. Ah, der macht jetzt hier so seine Runden, oder wie?
steht jetzt da draußen. Und kommt dann vermutlich wieder retour. Gut, dann müssen wir mal seine Route. Oh, da ist noch ein zweiter. Okay, wir warten, bis er wieder nach vorne geht. Seil finden. Okay. So, komm, geh wieder in die andere Richtung. Komm, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Ah, da drin wären wir dann halbwegs geschützt. Sehr gut. Kiste. Mal nach oben gehen ist sicherlich auch eine schlechte Idee. Wo ist der andere? Da war doch der zweite hier. Er da und da muss der zweite ja jetzt irgendwo kommen. Geh mal wieder nach innen, du. Ah, da kommt er ja. Okay, wir warten. Du hast uns nicht gesehen. Okay, schnell darüber. In den Tempel mit einem Seil. Ich mach mal das. Oh, da zum Pfeil. Ah, und eine Kiste. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt? Zwei. Das heißt, ich könnte ihn töten und den anderen auch. Dann hätten wir hier eine Ruhe. Hast du gesehen? Sie haben die Tempeltür verlassen. Die muss ich doch öffnen lassen. Ja, dann können wir hier weg. Komm, lauf mal weg, damit ich dich ein bisschen in der Distanz abschießen kann. Komm, geh. Ja, gleich. Guter Hinweis. Ach, da oben meinst du. Ja. Okay, Armbrust-Action. Cool. Der wäre tot. Ich meinte, da oben ist noch einer. Ich glaube, wir müssen von innen nach oben, ne? Gut. Ist sicherlich ein bisschen unnötig, aber haben wir erstmal unsere Ruhe. Alle gewesen. Ich werde mal da auf das Dach dann in der Mitte nochmal gehen, weil vielleicht hat es dann da sag gleich Pfeile. Hier ist noch ein Seil. Gut gesehen. Damit kommen wir hinein. Das wird laut.
hier geht's runter. Naja, ich glaube, es kommen keine mehr. Wir gehen jetzt noch auf das Dach hier. Komm, hoch mit dir. Nein. Kletter hoch. Auf. Und hepp. Ja. Oh, da wäre das auch gegangen. So, in der Kiste. Was haben wir da drin? Was haben wir denn hier? Werkzeug. Jetzt krieg ich es natürlich, ne? Ah, oh, warum darf ich deine Küche nicht nehmen? Vorsicht, es geht runter. Also, gut, das ist Küche. Die Pfeile im Küche, so. Ah, dann schauen wir mal, was uns da hinter der Tür, was alles zu finden ist. Auf alle Fälle wären wir schon mal safe. Ja, gut gemacht. Sind wir sicher? Ich glaube ja, vorerst. Vorerst? Ich weiß. Die Tür scheint schon länger festzuklemmen. Dann müssen wir sie entklemmen. Entklemmen, ist ja geil. Würde man sagen, wir gehen hier durch. Amicia, warum sind hier Sklavenhändler? Warum hier? Es ist einfach Pech. Nicht nur. Sie haben sie kommen lassen. Und es ist ein abgelegener Ort. Wir haben hier ein Seil. Und auf was genau schießen wir? Auf das da. Wo willst du, dass ich hinschieße? Oben auf den Spalt? Nö, nee, also ich versteh's gerade nicht, wohin. Da oben wird's ja nicht sein, oder? Nein. Kannst du mal... Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt. Oh, das ist ein Kronleuchter, glaube ich. Sieht schwer aus. Die Kette ist stabil. I see. Einmal mit Gewalt. Das wird bestimmt laut. Nice. Wirklich laut. Wir sollten weiter. Ja. Das alles nur, weil die Brücke da unten eingestürzt ist. Gut. Warum kommen die Sklavenhändler nicht im Traum vor? Träume zeigen selten die ganze Wahrheit. Aber der Traum hat mich belogen. Wir sollten hier geheilt werden. Was uns die Träume nicht geben, nehmen nice. Wir. Nice. Das ist anstrengend, aber so ist das Leben. Allerdings. Wir haben sogar drei Werkzeug. Die Flängen der Schlupfhosen und Geschosse mehr Schaden betäuben Gegner länger. Wirklich schneller nachladen. Alchemie. Ah nein, wir haben nur ein Werkzeug. So. Falsch gesehen. Okay, keine Upgrades. Oh, super. Ist schon gut. Es wird schnell gehen. Zur Hölle mit dem Scheiß. Hast du ein Problem, Dias? Naja. Diese Viecher tauchen auf, um uns zu fressen. Unsere Sklaven entkommen und du tust was? Du verschwendest, was uns bleibt, an eine Frau, die irre ist. Falsch. Wir arbeiten nicht mehr für die Gräfin. Es ist alles im Gemälde. Die Ratten, sie kündigen die Ankunft des Sohnes an. Und wie hungrig sie sind, oder? Also ganz einfach. Wir verwöhnen sie, wir verwöhnen das Kind und werden neben dem Thron Platz nehmen. Und der Graf wird sich vor uns verneigen. Und die Welt wird folgen. Dann sag mir, wie viele werden zu Rattenfutter, bevor wir dieses Kind sehen? Du hast nicht genug Vertrauen. Und du hältst einfach nicht ein blödes Maul! Noch jemand?
fantastisch. Beginnen wir. Das Blut weist dem Sohn den Weg zur Kapelle. Unser lieber Diaz darf den Anfang machen. Diese Wahnsinnigen. Wir müssen ihnen helfen. Es ist zu spät. Ich halte sie auf. Nein, was machst du? Ich wollte sie aufhalten. Hugo, du darfst nicht einfach Leute töten. Wieso? Du tust das auch immer. Weil und ich töte das ist wohl viel schneller als du. Du wirst niemanden einfach angreifen. Du hörst auf mich und tust, was ich sage. Ist das klar? Ist mir egal. Sie werden doch sowieso alle sterben. Hugo! Was zur Hölle? Na toll. Einfach super, einfach super. Und er dreht durch. Aber ja, es ist natürlich irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ne? Nachdem wir natürlich alle umbringen, oder zum Teil, und ihm sagen, er soll es nett machen, und wir damit auch ein Problem haben. Ja, ja. Aber ich denke mal, die nächste Episode wird ziemlich spannend. An der Stelle mache ich aber Schluss. Wir sind über der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.